Hallo, grüß euch. Was ist das Geheimnis mit Gott? Was ist das? Ich habe ihn auch gefragt. Er sagte einfach nur, ich mache alles für mich. Das war vor einigen Jahren. Da hatte ich noch an einen Gott geglaubt, so einen Gott mit Rauschebart und so. Oder gedacht, dass die Menschen sich sowas dann ja vorstellen. Und dann hatte ich mal irgendwann gefragt, was ist hier? Ja, ich mache alles nur für mich. Und ich schweige zu allem. Dann mit dieser Antwort, so habe ich nämlich auch geguckt, so mit dieser Antwort konnte ich gar nichts anfangen. Jetzt alles. Wenn Gott eine Zusammenfassung von allen Menschen ist und alle nur damit beschäftigt sind, ihre eigene Schwingung zu erhöhen und ihr eigenes Licht wirksam werden zu lassen, dann werden sie irgendwann zu allem schweigen. Denn die wahre Heilung eines jeden Menschen, von hier bis nach Afrika, zurück wieder zu nach Amerika, wieder ganz nach oben, nach ganz unten, ist die Heilung, ist das Schweigen. Und das Konzentrieren auf das eigene Licht. Und damit würden alle Diskussionen wegfallen. Das eigene Licht wäre so wirksam, dass es alles wegdrängt, weil du nämlich schweigst und es einfach wirken lässt. Das erfordert eine unglaubliche Reife, die du aber bekommst, wenn du immer wieder dich darauf konzentrierst, ich bin das eigene weiße Licht meiner selbst. Das kristallweiße Licht, das alles umbaut und mit niemandem darüber diskutierst. Am Anfang kann das noch sehr turbulent zur Sache gehen. Und wie du schon öfters mal gehört hast, beklage ich mich in meinen Videos sehr oft über Kopfschmerzen oder Zahnschmerzen oder Ohrenschmerzen oder sonst irgendwas. Nur das löst sich auf, bevor ein Schmerz entsteht. Aber diese Lichtstärke musst du wieder bekommen. Unbedingt. Sonst wirst du mit anderen bis dort hinaus diskutieren und ständig dich in irgendetwas verzahnen und verwickeln. Und genau da möchtest du vermutlich raus. Niemand, der hier auf meinem Kanal ist, hat nicht die altbewährten Methoden, mit denen wir es versucht haben, rauszukommen und frei zu werden, gründlich satt. Es werden nicht alle Menschen verstehen, weil noch viele noch auf diesem Trip sind, na eben wie die anderen es machen, diskutieren, debattieren, bis sie irgendwann zur Waffe greifen und sie erschießen. Das ist kein Sarkasmus, das ist das, was tatsächlich passiert. Ich hatte vorhin eine Antwort bekommen, versuch's doch mal mit Jesus, der bekämpft dir alles, die Religion. Jesus kämpfte nie. Wozu auch? Nur er verwickelt sich etwas da drin. Er hat etwas zu viel erklärt. Wahrscheinlich, sonst wäre er nicht am Kreuz geendet. Nun, ich fange nicht an, etwas zu diskutieren, was vor 2000 Jahren in einem völlig anderen Bewusstsein stattgefunden hat und bei Menschen mit einer völlig anderen Bewusstseinsstufe stattgefunden hat. Aber ich sage dir, dass jeder Mensch die Macht hat, das weiße Licht seiner selbst zu sein und damit alles, was er tut, wirklich für sich selbst tut. Und immer einverstanden ist mit dem, was er macht. Und wenn ich weiß, ich bin das weiße Licht meines eigenen Daseins, lösen sich in mir alle Probleme auf. Und dann bin ich wohl sehr glücklich über mich. Und immer einverstanden mit mir. Und die inneren Streitereien hören auf. Ich habe mal in einem, das war in den blauen Heften, da habe ich gelesen, dass da gesagt worden ist, versuch doch recht oft zu schweigen. Immer zu schweigen. Das ist uns am Anfang nicht möglich. Wir diskutieren, besonders mit uns selbst, in unseren Gedanken, in unserem Kopf,
jagen tausend Gedanken dadurch. Und wir fangen an, alles zu hinterfragen und ständig und dann sozusagen stellvertretend die Schmerzen von damals noch einmal nachzuholen. Das wurde in den 70er Jahren ja gesagt, du musst in deinen Schmerz hineinfühlen. Ja, aber damit löst du ihn nicht. Wenn man sich oft genug eingebläut hat, oft genug eingeimpft hat sozusagen, immer wieder gesagt hat, ich bin ich, mein weißes Licht, ich bin das kristallweiße Licht meines Seins, dann kommt irgendwann, ich weiß nicht, wie lange das bei dem einzelnen Menschen dauert. Bei mir hat es vergleichsweise lange gedauert, ich hatte ja auch sehr viel aufzulösen. Eine ungeheure Ruhe über einen. Auf einmal ist sie da. Und man weiß, dass es das ist, worauf ich mich selber konzentrieren möchte. Wieder zurück zum Anfang. Was sagte Gott? Ich tue alles nur für mich. Ich bin einfach nur glücklich. Ich dachte, ich würde damals mit einem Gott reden. Natürlich redete ich mit meinem höchsten Selbst. Nun hat aber jeder Mensch ein höchstes Selbst. Jeder Mensch hat ein Dual, das so etwas bis zur Perfektion beherrscht und möchte es dir auch beibringen. So ein Remi-Demi, wie wir in unserem Leben oft vorgefunden haben, kann ja Spaß machen. Soll es ja auch. Es dauert nicht allzu lange, dann machen wir da wieder. Aber erst einmal müssten wir die größten Scherben aus unserem bisherigen Dasein aus dem Weg kehren. Wenn wir zu viel angehäuft haben, dann haben wir nichts ausgelöst. Nichts aufgelöst. Nichts ausgelöst. Wir lösen höchstens etwas aus im Sinne von, dass es eine Katastrophe wird. Das ist auch der Grund, warum die Kirchgänger, ganz egal zu welcher Religion sie gehören, heftig miteinander diskutieren und eigentlich nicht wirklich mit sich selber einverstanden sind. Wir schlucken, wenn jemand an etwas anderes glaubt als an sich selbst, dann schluckt man den inneren Groll entweder runter oder beginnt lautstark zu diskutieren. Und genau das ist das, was uns von Anfang an Schwierigkeiten gemacht hat. Und diese Schwierigkeiten sind stärker geworden, wie wir in der Ukraine zum Beispiel gerade feststellen können. Oder auch anderswo, wo es brennt. Es ist eine Kunst zu schweigen. Und zu wissen, sich darauf zu verlassen, dass das eigene Licht alle Schwierigkeiten auslöst. Wirklich auflöst. Erlöst. Freisetzt. Umwandelt. Und das möchtest du vermutlich erreichen, diesen Bewusstseinszustand, dieses Wissen, dieses Können, diese Gabe. Denn es ist natürlich eine. Eine Gabe meine ich. Das ist eine Befähigung, eine Eintrittskarte. Der ultimative Backstage-Pass in eine höhere Sphäre. Als ich gerade eben gehört hatte, wenn jemand dann schreibt, versuch's doch mal mit Jesus, warum denn? Ja, du scheinst ja gar keinen Plan zu haben. Warum auch? Was soll ich denn planen? Alles, was mir entgegenkommt, nimmt sofort meine Kristallschwingung an. Je weniger ich mit anderen darüber diskutiere, was soll ich denn da noch mit jemandem einen Plan aushängen? Es wundert mich nicht, dass diesen Kanal, ich meine, ich mache es seit 8 Jahren jetzt, und dass dieser Kanal von sehr wenigen abonniert wird, vergleichsweise. Ich meine, der Kanal hat, glaube ich, 90.000 Klicks oder sowas, und das hat nur 500 Menschen interessiert, was mich nicht weiter wundert. Es ist wahrscheinlich ähnlich wie mit der Goldwäsche. Gemessen an dem Schlamm, was ein Goldwäscher da bewegt, da kommen wirklich nur so ein paar Gramm Fitzelchen Gold raus. Ungefähr das, was deine Gedanken
hervorbringen. Wenn ich daran denke, was ich vor 20 Jahren gedacht habe, würde ich sagen, das ist vergleichbar. Unglaublich viel Schlamm und nur ganz wenig Gold, wenn man so will, also etwas, was man, wo man immer was anfangen konnte. Das war wohl das, was Goethe auch schon sagte. In bunten Bildern wenig Klarheit, viel Irrtum und ein Körnchen Wahrheit. Und um dein Körnchen jetzt wieder zu, ja, um dein Körnchen jetzt wieder zu finden, geht es. Je mehr du schweigst und demzufolge Frieden mit dir selber hast und nichts mehr ausdiskutierst innerlich, desto weniger wirst du mit Menschen zu tun haben, die bis dort hinaus diskutieren wollen. Aber wenn du ganz ehrlich bist von diesem ewigen Diskutieren, mit diesem ewigen Diskutieren kamen unsere Probleme. Die Menschen haben Panik vor einem Teufel, das viele, also letztendlich ja, in irgendeiner Weise ja, ob sie es als Satan bezeichnen oder Teufel oder in irgendeiner Weise haben sie Angst vor irgendjemandem, sie haben Angst oder sie haben Angst vor Krankheiten, mein Gott, das ist genau das Gleiche, irgendwas, was sie aus der Ruhe bringt. Krankheiten versetzen einen in Angst und Schrecken. Und wenn sich dann auch noch Mediziner vor einem aufbauen, die das mal ordentlich bekräftigen und ordentlich befeuern, fühlt sich der Mensch wirklich mies. Das ist ganz, ganz schlecht. Wir sind im Zweifel mit uns selbst. Und erschrocken. Was ist aus uns geworden? Haben wir denn diese Gabe völlig verloren? Ja. Die Gabe haben wir verloren. Nämlich alles in unserem eigenen Licht aufzulösen. Diese Gabe haben wir ganz sicher verloren. Das heißt, die meisten haben sie verloren. Aber jetzt beginnen einige sich daran wieder zu erinnern. Und wo einer sich beginnt zu erinnern, da sind doch noch mehr. Die Zeit ist dafür einfach reif. Und darum ist auch das Geschrei nach irgendwelchen Religionen oder sowas irgendwann obsolet. Das Thema ist durch. Es gehört irgendwann ins Museum, wenn wir Lust dazu haben sollten, es uns nochmal anzugucken. Aber warum? Irgendwann ist das Thema durch. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr du stolz auf dich sein wirst. Und zwar richtig, richtig stolz. Wow. Aus dieser Bagage, also aus diesem Gepäck, aus dieser Belastung, kommst du allmählich frei und hast dir das zugetraut? Und es gelingt dir? Und wobei du ganz genau weißt, letztendlich glaubst du doch gar keinem anderen außer dir. Entschuldige, ich könnte reden bis dort hinaus, geschliffen reden, bis der geschliffenste Redner. Das würde doch überhaupt nichts nützen, wenn ich versuchen würde, dich von irgendwas zu überzeugen, was du eigentlich gar nicht willst. Das geht vorübergehend und dann werden die Menschen anschließend sehr sauer. Oder sehr, sehr gekränkt und sehr entsetzt. Fürchterlich erschrocken. Goebbels ist so ein Fall. Die Menschen wollten an ihn glauben und stellten fest, was sie da und waren erschrocken über das, was sie geglaubt haben. Sie waren über sich entsetzt. Natürlich waren sie das. Und dann kamen noch ein paar Spezies von den Grünen und verhünden dann, dass sie dabei entsetzt waren und am Anfang völlig, völlig, völlig irritiert waren und gar nicht wussten, wohin sie sollten und sich bis zum Gehtnichtwas schämen. Natürlich taten sie das. Und das taten wir alle, dass wir diese Kraft des Auflösens, des Elend aufzulösen, vernachlässigt haben. Stattdessen fingen wir an zu diskutieren, lautstark. Stattdessen fingen wir an, irgendwelche, die Altvorderen, also unsere Eltern oder Großeltern, ins Verhör zu nehmen, als würde uns das in irgendeiner Weise zustehen. Wir haben viel falsch gemacht. Und hätte ich nicht ein Riesenglück gehabt, ich hätte mit genau denen in einer Reihe gestanden. Genau dasselbe.
Aber irgendwie hatte ich wahnsinnig viel Glück. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte welches. So, dass mir auf einmal klar wurde, dass das so, wie das bisher getan worden ist, hunderte von Jahren, nicht funktionieren kann. Aber wenn jemand anfängt, alles in seinem eigenen Licht aufzulösen, dann ändert sich das Bild. Dann wird er damit glücklicher, zufriedener und irrsinnig glücklich. Du kannst es mal ausprobieren. Du wirst dich in deinem eigenen Schweigen nach einer vorübergehenden Unwohlsein, einer, ach Gott, nee, und so, also das ist mir auf einmal, da wirst du dich nach dieser Zeit sehr, sehr wohlfühlen. Du wirst angefangen haben, dich mit dir wohlzufühlen. Und dann kommt noch etwas anderes. Ich habe euch ja immer von eurem Dual erzählt. Ja, ihr habt natürlich eins, klar. Und gestern passierte etwas, das hätte ich nie für möglich gehalten. Aber es war genau der Schritt genau dahin. Da war irgendwas, da brach wieder irgendwas auf, was ich wieder nicht, wo ich dachte, das ist doch längst ad acta gelegt, das braucht doch jetzt kein Mensch mehr. Wer will das denn jetzt noch? Was soll das denn noch? Dazu kamen dann wieder Ohrenschmerzen. Was soll das eigentlich? Mal kannst du mich denn von so einem Blödsinn, ich fing dann mit meinem Dual auch an zu diskutieren. Mal kannst du mich denn von so einem Blödsinn hier endlich einmal schützen? Denn ich habe von meinem Dual eine Erwartung. Also gar keine Frage. Kannst du ja auch haben. Nämlich, dass dein Dual, da ihr zusammen an einen Strang zieht, dein Dual dir die größten Schwierigkeiten auf deinem Weg erst einmal hinten anhält. Damit du erstmal wieder beikommst und dann wieder dich wieder auf dich selbst konzentrieren kannst, denn darum geht es. Und dann passierte gestern irgendwas. Und dann fing ich an, auf einmal sagte ich, weißt du, ich weiß nicht, ob du mein Dual bist oder nicht, aber wenn du es nicht schaffst, dich von mir, dich da vor diesem, oder mich da von diesem Mist hier zu schützen, ja, dann brauche ich dich nicht. Ich brauche dich letztendlich überhaupt nicht. Ich fing an, mit meinem Dual zu diskutieren, also ich brauche dich überhaupt nicht. Und dann sagte dein Dual, mein eigenes Dual nur zurück, eben. Ich brauche dich nicht als ewigen Bittsteller. Sei dein eigenes Licht und wir können uns ergänzen. Wenn du immer wieder nur ankommst, um von meinem Licht etwas abzuzapfen, damit du es selber besser hast, Frau Kanne, das bin ich, dann können wir uns ja wohl kaum ergänzen. Das leuchtet mir ein. Ich begriff es. Und bin etwas grummelnd und ins Bett gegangen. Ich habe euch doch gesagt, ich bin auf dem Weg dahin, wie ihr alle auch. Und ich enthülle euch auch sämtliche meine Irrtümer. Oder wenn ich irgendwas falsch mache, dann sage ich es auch ja. Aber dann sage ich es ja auch, sofern es wirklich Dinge sind, die wirklich zu berichtigt werden müssen. Aber es ist einfach, dass du erkennen musst, was du eigentlich in deiner Macht da hast. Und dein Dual wartet auf dich, wirklich. Aber es ist nicht dein Lakai, nicht dein Hausmädchen, sondern erwartet schon, dass ihr beide eine Ergänzung sein könnt, dass ihr euch gegenseitig ergänzt. Einer beginnt einen Satz, der andere führt ihn zu Ende. Das kannst du mit dir selber überspielen. Doch, durchaus. Fang einen Satz an. Ich bin glücklich, weil jetzt fängt der nächste an und führt es weiter, weil ich weiß, dass ich Licht bin. Jetzt fängt der andere wieder an. Ich bin weißes Licht und erhelle mein, und jetzt fängst du an, was du nun ganz genau erhellen willst, sagen wir mal, deine Freude, deine Schönheit, deine Harmonie oder was auch immer. Fang mal an, mit deinem Dual ein bisschen Ping-Pong zu spielen. Er fängt einen Satz an, oder du hörst zu, er fängt einen Satz an, du beendest es. Und jetzt musst du eines vollkommen, wirklich ganz genau wissen. Was immer du denkst, was immer du glaubst zu hören, das denkst du. Und das ist ungeheuer wichtig, dass es so ist. Denn du und dein Dual, ihr beide seid eins. Und wenn du etwas denkst, dann hast du das vielleicht auch von der anderen Seite irgendwie gehört, aber du hättest es niemals hören können,
wenn du es nicht selber auch denken würdest, wenn du dafür nicht empfänglich wärst. Und jetzt beginnst du automatisch alles, was in irgendeiner Weise ein niederschmetternder Gedanke ist, sofort auszumerzen. Bist du weißes Licht oder nicht? Und damit geht's. Die Sicherheit kommt. Und noch eine Sache, jetzt möchte ich noch schnell sagen, na, schnell ist gut, aber es hat mich mal jemand gefragt, warum machst du das hier überhaupt? Warum streamst du denn überhaupt? Das kannst du ja für dich alleine machen. Brauchst du keinem zu erzählen. Stimmt, ich brauche es eigentlich keinem erzählen. Es würde nichts an der Sache ja nichts ändern. Bei mir meine ich. Aber ich weiß, dass ich zu einer ganz anderen Zeit, in einem ganz anderen Land vielleicht sogar auch, einmal eine ganze Menge dummes Zeug geredet habe. Und eine Menge Menschen so etwas gebracht habe, was sie gar nicht wollten. Zum Beispiel, ich weiß nicht, was es sein könnte. Also, keine Ahnung, vielleicht habe ich zu sehr an Jesus Christus geglaubt und bin der Meinung, ich müsste irgendwelchen Leuten da die Kinder wegnehmen, weil sie alle zu Jesus müssen, oder ich fing da an. Aber ich habe keine Ahnung, was man da als Mann da nun alles falsch machen kann. Wahrscheinlich eine ganze Menge. Oder ich habe irgendwie irgendeine Politikerpartei ergriffen und habe dann dazu beigetragen, dass in diesem Land der Krieg ausbrach oder sowas. Oder habe einfach nur Unfrieden gestiftet. Das kann ja sein. Überraschen würde mich das nicht. Anhand der Weltgeschichte nehme ich an, dass ich daran so sehr stark beteiligt war. Und jetzt meldet sich eine Art innere Verpflichtung. Wenn ich einmal zu den Menschen gehört habe, die eine Menge Unfrieden gesät haben bei vielen Menschen, dann fühle ich jetzt einfach nur einen inneren Drang, das in irgendeiner Weise wieder gerade zu biegen, wieder richtig zu stellen. Wenn ich einmal eine ganze Menge Unsinn geredet habe, dann will ich jetzt eine ganze Menge gute Sachen reden oder kluge Sachen reden oder etwas Erhellendes zu dem Stand der Dinge hier beitragen, an deren Entstehung ich ja nicht gerade unschuldig bin. Es reicht ja, dass ich im Gedanken dazu gehört habe, etwas beigepflichtet habe oder zu etwas dem dabei gepflichtet habe oder gejubelt habe oder geklatscht habe oder sonst was. Ich muss ja keine große Nummer da gewesen sein, aber ich werde ganz bestimmt dazu beigetragen haben, dass einige sehr disharmonische Sachen passieren konnten. Und jetzt habe ich, wie alle, die mal so gewesen sind, den inneren Drang, das wieder zu bereinigen. Und die Hauptaufgabe, ganz egal, was ich hier sage, die Arbeit liegt bei dir, nicht bei mir. Ich erzähle es nur allen. Ich versuche es zu erklären, soweit ich das kann. Und darum habe ich auch vor ein paar Tagen habe ich mich auch schon quasi dafür entschuldigt. Ich muss mich wirklich bei einigen entschuldigen. Ich nehme ihnen ihre alten Sichtweisen weg, wenn sie gewillt sind, sie abzulegen. Und einige werden mich verfluchen. Es gab eine, ach, es war so schön. Es war so schön, an Gott zu glauben. Oder daran zu glauben, dass alle anderen, dass das ganze Unglück von den anderen kam. Da war jedenfalls einer schuld. Und doch, dafür muss ich mich dann schon entschuldigen, auch wenn jemand dann freundlicherweise gesagt hat, Dagmar, du musst dich doch nicht dafür entschuldigen, dass du offenkundig etwas Wahres sagst. Naja, also wenn Menschen lieber in einer Verwirrung oder in einer Lüge oder in einer Irritation leben wollen, wobei es eine Lüge in dem Sinne ja nicht gibt, aber in einer Irritation leben wollen, dann ist das vielleicht nicht standard anzukommen und zu sagen, du, ja, so stimmt das doch gar nicht. Und dann auch noch genau belegen zu können, warum es nicht stimmt. Siehst du, Lügen gibt es nicht. Fakten gibt es in dem Sinne nicht. Etwas ist immer wahr, solange man es für wahr hält. Was ich immer bewahrheite, durch das, was ich denke, was ich sage, wird sich bewähren. Immer. Und immer wirksam sein in meinem eigenen Leben. Und jetzt müsstest du mir noch erklären, warum ich es denn für wirklich oder für sinnvoll halten würde, einen anderen Menschen, den ich gar nicht kenne, zu bewahrheiten.
Ich kenne noch nicht einmal meinen Nachbarn und bedauere das durchaus nicht. Aber ich kenne mich. Und ich will, dass ich mich bewahrheite. Ich will mich bewähren. Aber da Gott aus lauter Individuen besteht, tut Gott auch immer nur das, was ihm gefällt, was er will. Alle Menschen, die zu diesem höchsten Gott gehören, tun genau das. Ich tue immer das, was ich will. Und das, was ich wirklich will, ist, alles in Kristallschwingung zu bringen. Das ist mein höchster Wille. Das ist mein allerhöchster Wille und da kommt keiner drüber. Und alles andere lasse ich stehen. Interessiert nicht mehr. Wenn es mich was angeht, wird es gewandelt. Wenn es mich nichts angeht, interessiert es nicht und ich gehe weiter. Und das ist eine Lebensphilosophie, der sich viele anschließen können. Und sind doch immer nur dabei, an sich selbst zu arbeiten. Ich kann niemanden heilen, ich kann niemandem helfen, nur mir selbst. Und Gott, wie gesagt, besteht aus Individuen. Tja, die alle wissen, ach so, die Individuen wissen natürlich alle, dass sie selber Gott sind. Dass sie das weiße Licht ihrer selbst sind. Das wissen sie. Eigentlich weiß das jeder. Dass er dazugehört, das weiß jeder. Aber in einigen Fällen ist die Verwirrung so stark, hat die Verdunklung so zugenommen, dass die Menschen das vergessen haben. Und jetzt fangen sie an, das, was sie eigentlich könnten, nämlich ihr eigenes Denken, zu dämonisieren. Sie fangen an, dem nicht zu glauben, dem nicht zu vertrauen. Und sie fangen an, es ist etwas wirklich Abscheuliches stehen zu lassen, obwohl es doch eigentlich zu einem selbst gehört. Das ist eine Katastrophe, wenn sie es nicht reinigen. Ich habe einmal eine Predigt gehört, das ist aber, da war ich noch ganz jung, da war ein ganz junges Ding, da war ich so um die 24, 25. Da habe ich eine Predigt gehört von jemandem, der hat in Mittelamerika oder was, oder Südamerika war das, glaube, da kam aus Argentinien. Und der hatte dann in einer Gemeinde gepredigt, die Kirche war relativ alt, auch morsch, und die Moskitos waren unglaublich, es war von lauter Fliegen da drin. Und dann sagte der Prediger, Mensch Gott, tu doch etwas. Und dann sagte der, was soll ich denn tun? Ja, schmeiß die Mücken raus, die Moskitos raus. Und da sagte Gott zu ihm, schmeißt du sie raus. Und das hat dann hat er seiner Gemeinde gesagt, so, wir werden jetzt alle, wir werden jetzt mit Hilfe von Gott, wir werden jetzt die Moskitos hier verjagen. Und das hat dann auch geklappt. Nach 2-3 Minuten waren da keine Moskitos mehr da, weil sie alle im Namen Jesu und was weiß ich was gesagt haben, so Moskitos raus, dann waren die Moskitos auch draußen. Darf ich mal kurz anmelden, dass man immer nur etwas in seinem eigenen Namen sagen kann? Meine Krankheiten verschwinden in meinem Namen, Arm. Respektive in deinem Namen, Arm. Das heißt also, wenn du etwas hast, dann verschwindet es in deinem Namen. Na, du bist doch das weiße Licht deiner selbst. Du bist das kristallweiße Licht deines eigenen Daseins. Wer denn sonst? Und in deinem Licht verschwindet das ja alles. Es dauert nur eine Weile, bis man sich selber davon überzeugt hat. Das dauert eine Weile, ja. Du musst aus dieser ganzen Massenhysterie raus. Das war ja schon eine Massengehirnwäsche, das, was wir die letzten 40, 50 Jahre da erlebt haben. Oder eine Massengehirnwäsche, was wir in den letzten 700, 800, 900 Jahren erlebt haben. Und jetzt musst du da raus. Und es gelingt dir. Du hast einen unglaublichen Fürsprecher an deiner Seite. Dein Dual. Das weiß nämlich, wie es geht. Dein Dual, ja. Und das macht auch eine ganze Weile mit, lässt dir auch einiges gefallen, das muss ich dazu sagen. Ich hatte ein sehr geduldiges Dual, genau wie du auch. Also unsere Duale sind immer sehr geduldig, auch mit uns und machen auch manchmal ein bisschen mit dem, was wir so machen und gucken uns an, als haben wir ein spielendes Kätzchen. Aber manchmal, dann sollte uns doch wirklich bei uns dann der Groschen fallen.
Und dann macht dein Soul das nicht mehr, wenn du sagst, oh komm, hilf mir doch mal und hilf mir dabei eben. Ich mache ja, ich bin das Kristall, was lädt, alles gut und ich mache dann meine Belange, die in mir sind und so, das räume ich alles auf, aber du halt mir doch bitte den ganzen Krempel hier von Leib. Sei doch bitte so nett. Und dein Dual macht das eine ganze Weile. Bis an einem Tag, mitten in der Nacht, so wie bei mir gestern, wo auf einmal alles zusammenbrach. Und ich sagte, sag mal, hast du so. Dann brauche ich dich ja nicht mehr. Auch. Sei dein weißes Licht. Darum geht es. Und jetzt habe um Himmels Willen Geduld mit dir. Das ist neu für dich. Nach dem ganzen Gewäsch, was wir uns in der Kirche angehört haben. Oder in irgendwelchen Freikirchen angehört haben, das ist ja noch schlimmer. Oder in anderen Sachen, was weiß ich, was wir da hatten. In den Interessengemeinschaften, in denen wir gewesen sind, in den Frauengruppen, Männergruppen, was weiß ich, was wir da für ein Geschwätz da losgelassen haben. Das muss alles raus. Und dein Licht ist Gott sei Dank stark genug. Dein Licht ist deine Energiefläche. Dein Magnetfeld. Und es besitzt eine ungeheure Anziehungskraft für alles das, was du einmal gut gefunden hast. Und jetzt kommen wir zum Schluss, dass wir doch nicht einmal, dass wir das, was wir damals gut gefunden haben, jetzt vielleicht doch nicht mehr so gut finden. Naja, gut, dann muss das jetzt eben raus. Ja, so ohne weiteres rausgehen die aber nicht. Die müssen gewandelt werden. Es muss ummontiert werden, umgebaut werden. Umgearbeitet werden sozusagen. Und alles wird in deinem Licht umgewandelt. Alles, was dich stört. Bevor die Schmerzen entstehen. Bevor der Kummer entsteht. Bevor der Zorn entsteht. Bevor die Wut entsteht. Tja, wir hatten es ja mal mit den Todsünden. Dann gucken wir uns die doch mal an. Da gab es so Habsucht, Gier, Neid und sowas. Ich meine, gut, das ist gar keine Frage. Wenn ich nicht selber durch mich auf meine Kosten komme, dann werde ich immer irgendwie neidisch auf andere gucken oder werde immer schmale Augen haben, wenn jemand was besser kann als ich. Ja, das Besseres hat als ich. Habsucht, dass man hat das Gefühl, man hat nie genug. Weil man durch sich selbst nicht genug hat. Bekommt man jetzt die Gabe, das weiße Licht seines eigenen Daseins zu sein, ja, dann wird auch dein Hunger gestillt. Dann brauchst du auch nicht mehr so viel. Da brauchst du keine Millionen anzuhäufen oder so etwas. Du weißt einfach, dass du hast alles und alles ist gut. Und lebst mit dir herrlich und in Freude. Und mit dem Dual immer im Frieden und alles ist klasse. Eine prima Sache, wenn du verheiratet bist und dann die Ehe nicht gerade ganz funktioniert. In dem Augenblick, wo alle beide anfangen, sich auf ihr eigenes Dual oder auf sich selbst zu konzentrieren, dauert es ja nicht mehr allzu lange, bis sie auch wieder zueinander finden und ein gemeinsames Leben wieder hinbekommen, ohne sich ständig gegeneinander im Weg zu stehen. Das ist auch eine Sache. Doch wenn zwei Ehepartner von sich wissen, dass sie selber das weiße Licht ihres eigenen Daseins sind, dann ergänzen die beiden Ehepartner sich doch auch. Ohne dass sie sich gegenseitig bekriegen. Aber der Todsünde ist aber auch sowas wie Wut. Na, kommt darauf an, ob du in der Lage bist, die Wut zu kanalisieren. Blinde Wut ist tatsächlich idiotisch. Das ist ein Todsünde mit heißen zu heißen, es ist unglaublich ineffektiv. Genau wie Habsucht oder Gier oder Neid. Das sind alles Charaktereigenschaften, die äußerst ineffektiv sind. Sie führen ja zu nichts, außer zu Zank und Streit. Aber wenn du jetzt anfängst, wütend zu werden, dann denke mal darüber nach, dass du dann wütend über dich bist. Warum? Dass du dann näher von dem gestanden hast. Das macht dich wütend. Na gut, dann änderst du dich jetzt eben. So kannst du es kanalisieren. So kriegst du das weg. So kriegst du es gewandelt. Und dann bleibt da noch der Hochmut. Meine Lieblingssünde. Die Eitelkeit. Eindeutig meine Lieblingssünde. Ich liebe sie. Also Hochmut hat auch keiner besiegt. Hochmut nicht. Also wenn du glaubst, dass du von allem, wenn du über allem stehst und super eitel auf dich bist und super stolz auf dich bist, dann steht nichts mehr über dir. Jetzt kommt der Haken. Und das ist ein fieser Haken. Du müsstest wissen, warum du denn so stolz auf dich bist. Versteh mich bitte recht. Nur weil ich, sagen wir mal, ein tolles Kleid habe oder weil ich sehr viel Geld auf dem Konto habe oder keine Ahnung was. Und jetzt stolz auf mich bin, warum denn? Das Kleid kann man zerstören, das Geld kann man mir wegnehmen. Was soll das denn jetzt? Nee, nee. Aber wenn ich jetzt sage, ich bin das kristallweiße Licht meines Daseins,
Das wird ein unvergleichlicher Mut und das wird ein richtiger Hochmut. Aber diesmal keiner, der auf andere herabsieht oder hat sich, sagen wir mal, sich dadurch äußert, dass man andere herablassend behandelt. Ich behandle niemanden herablassend. Ich sage ihm nur, du kannst das weiße Licht deines Dank und Daseins sein. Das heißt, dich würde jede Verzagtheit, jede Demotivation, jedes Unglück, Kummer, Wut, Zorn, Kalandralala, würde dich verlassen. Denn jetzt weißt du endlich, wofür du es tust. Für dich. Finally. Der ganze Ärger kommt doch nur daher, dass wir oft irgendwelchen historischen Persönlichkeiten oder was weiß ich, was wir geglaubt haben, die uns dann anschließend enttäuscht haben. Logischerweise. Ich glaube nicht an jemanden, wenn ich immer hoffe, dass da von dem was ganz Tolles kommt. Aber wenn ich es an mir glaube, ja, dann sieht die Sache anders aus. An mich kann ich immer glauben und ich werde mich niemals enttäuschen. Nie. Das erlaubt meine Eitelkeit nicht. Ich sag doch, ich bin sehr stolz auf mich. Sehr sogar. Und ich bringe euch eigentlich, lege euch nahe, stolz auf euch selbst zu sein. Sehr stolz. Denn jeder Meisterschüler, der schafft es, der es zur Meisterschaft gebracht hat, ist genauso. Du wirst alles, jeden Unfrieden in dir sofort durch Kristallenergie wandeln. Durch dich. Was Besseres in deinem Leben konnte dir doch gar nicht passieren. Alle Ungemütlichkeiten des Lebens, die noch da sind, die waschen sich wieder raus. Du musst nur ganz fest an dich selbst glauben, dir vertrauen. Ich erzähle dir nicht, dass du mir vertrauen sollst, wirklich nicht. Aber ich sage dir, vertraue dir. Vertraue nur dir. Wenn du an Gott glaubst, glaubst du an eine Menge Individuen, die alle wissen, dass sie sich selbst vertrauen können und keinen Finger für den anderen tun. Sie tun immer alles für sich. Wohl wissen, dass das Licht dadurch so hell wird, dass es allen anderen ja nicht schaden kann. Und sie sich sogar darüber freuen können. Jo, ich danke dir fürs Zuhören. Und um den Kreis von gerade eben vor 40 Minuten wieder zu schließen, im Schweigen ist die Antwort. Bevor du in Zorn oder Wut ausbrichst, schweige. Und erinnere dich daran, dass du das weiße Licht deines eigenen Selbst bist. Die Diskutierereien mit anderen hören sofort auf. Wenn du dir selber wieder vertraust. Es wurde gesagt, wenn ein Mensch es schafft, 3 Tage zu schweigen, ist er frei, erlöst von allem. 3 Tage zu schweigen heißt nicht, dass man in sich mit Zänkereien beginnt. 3 Tage zu schweigen heißt, völlig im Einklang mit sich selbst zu sein. Völlig. Auch wenn man etwas tut. Man bleibt bei sich. Ich wünsche dir viel Erfolg, dass du das verstehst und ein so starkes Interesse an dir hast, dass du es auch willst. Das Eigeninteresse ist uns allen inne. Wir wollten immer alles. Wir wollten alles eigentlich, wir wollten ja alles für uns. Wir haben es so kaschiert und dann fingen wir an, krumme Touren. Und haben vergessen, dass wir durch uns ja alles bekommen. Wenn wir weißes Licht sind. Und das liegt ja an uns, ob wir es werden oder nicht. Selbstlosigkeit wird ja so viel gerühmt. Und ich sage dir, die selbstlosen Menschen von uns sitzen im Knast oder sitzen irgendwo in Krankenhäusern oder liegen in Krankenhäusern oder sitzen in der Krebsmühle. Oder haben Demenz. Sind geistig völlig verwirrt. Das sind die Menschen, die sich selbst vergessen haben. Und jetzt erinnere dich wieder an dich selbst, was du wirklich sein willst. Danke dir fürs Zuhören.